Das bin ich am Schlafen. Und wusstet ihr, dass der Weltrekord im Wachbleiben 266 Stunden sind? Das sind umgerechnet 11 Tage. Und ich verstehe nicht, warum man so etwas tun sollte, denn ich finde, Schlaf ist das Geilste, was es gibt. Aber wer einschläft, muss auch aufstehen. Und ich hätte damit auch eigentlich gar kein Problem. Wäre da nur nicht dieser eine Teil in meinem Gehirn, der so aussieht. Das ist nämlich genau dieser hyperaktive, komplett chaotische Part, der mich schon am Morgen direkt auf die Palme bringt. Darf ich vorstellen, das Chaos. Kein Wunder, dass mein erster Gedanke am Morgen das ist. Was? Nee, erstmal Kaffee. Kaffee? Wenn ich keinen Kaffee krieg, dann kriegst du auch keinen. Ein Kaffee oder kein Kaffee. So oder so hat mein Gehirn immer eine Aufgabe für mich. Für mich bitte keinen Kaffee. Und du wolltest heute Nagelstudios testen. Okay, dann halt kein Kaffee. Und damit kommen wir also zu Schritt 1. Recherche. Ich suche nämlich das beste und das schlechteste Nagelstudio München. Aber erst einmal machen wir uns ein Bild. Natürlich anhand der Bewertungen. Und da die Kollegen da auf der Couch Wichtigeres zu tun haben... Oh mein Gott! Ja. Was? Wir schauen EM! Hä? EM läuft doch heute gar nicht. Ehrenlose Memes! Auf jeden Fall waren die überhaupt keine Hilfe. Aber ich auch nicht, denn anstatt was rauszusuchen, habe ich ein Bild gemalt. Und Franzi hat das für mich übernommen. Welche Nagelstudios wir testen, zeige ich euch gleich. Aber davor definieren wir die Missionen des heutigen Tages. Mission 1. Das Nageldesign. Doch damit wir einen fairen Vergleich bekommen, müssen wir uns erstmal Inspiration holen. Und von einer Skala von leicht bis schwer habe ich mich für die Mitte entschieden. Mission 2. Die Terminvereinbarung. Also habe ich die Routenplanung gemacht, mit jedem Nagelstudio telefoniert und musste dabei auch jedem Nagelstudio erklären, dass ich nur zwei Finger gemacht haben möchte. Mission 3. Ich versuche in jedem Nagelstudio etwas zu lernen. Was? Das ist mir egal. Hauptsache irgendwas. Mission 4. Nach jedem Termin muss ich eine positive Bewertung abgeben. Mission 5. Der Vergleich. Merkt man am Ende einen krassen Unterschied oder sehen alle Nägel gleich aus? Let's go. Blumenails Beauty hat 5 Sterne und setzt den Maßstab für heute, an dem dich die ganzen anderen Nagelstudios orientieren müssen. Die Bewertungen sind da eindeutig. Miriam schreibt, ich bin seit 10 Jahren Kundin bei Martin und mir ist noch nie ein Nagel abgebrochen. Jessica sagt, sie kommt seit vielen Jahren her und ist immer bei Martin. Und Natascha geht auch seit circa 5 Jahren immer zu Martin. Aber wer ist Martin? Keine Ahnung, wir finden es heraus. Bromato Gang! Schaffen sie das? Ja, easy. Nachdem geklärt wurde, dass sie das Design schaffen, wurden erstmal meine ganzen alten Nägel abgemacht. Es war super unangenehm, denen zu erklären, dass sie nicht alle Nägel neu machen sollen, aber genug über mich nachgedacht. Die eigentliche Frage ist, wer ist Martin? Und während ich die Nägel gefeilt bekommen habe, stand Martin plötzlich vor dem Laden. Und als er dann hinter mir vorbeigegangen ist, dachte ich mir nur, oh mein Gott, da war Martin. Und obwohl wir uns nicht kannten, war er direkt sympathisch. Du bist Martin? Ja. Und nach meinem super komischen Hexenlachen hat er sich kurz das Design angeschaut und dann haben wir es auch schon fertiggestellt. Also 4 von 10 Fingern, done. Dann habe ich noch gezahlt und Martin Tschüss gesagt. Ciao Martin! Der Laden war sauber, die Mitarbeiter nett und Martin die Legende war auch dabei. 5 Sterne von mir. Black & White Nagelstudio hat 4,2 Sterne und folgende Bewertungen. Durch dieses Nagelstudio habe ich einen Nagelpilz bekommen. Einfach nur unhygienisch. Maniküre eine Katastrophe ohne Desinfektion. Aber kein Problem, ich habe die Lösung. Desinfektionsmittel. Denn das Ziel für diesen Laden ist, keinen Nagelpilz zu bekommen. Als ich reingekommen bin, musste ich erstmal wieder erklären, dass ich nur 2 Finger gemacht habe. Dann habe ich erstmal den ganzen Platz desinfiziert. Während der eine Finger abgefeilt wurde, war der andere schon ziemlich verkrampft unter der Lampe. Und ich finde das auch immer so witzig, wie schnell die arbeiten. Das geht wirklich so zack, zack und dann unter die Lampe. Und obwohl ich Angst hatte wegen den Bewertungen, konnte ich auch bei genauerem Hingucken keinen Nagelpilz entdecken. Das ist für mich ein Win und deshalb ist der Termin für mich hier auch fertig. Naja, dachte ich, aber dann stand ich noch etwa 3 Minuten mit dem Geld in der Hand still im Laden. Zum Nagelpilz, den habe ich weder bekommen noch gesehen. Mitarbeiterin war nett, 5 Sterne von mir. Wir sind jetzt also bei der Hälfte angekommen. 2 Nagelstudios fehlen noch, aber davor gehen wir erstmal essen. Coconuts hat 3,1 Sterne und Lana schreibt, leider war die Pediküre unprofessionell, denn der Master hat meine Nägel so kurz geschnitten. Hier herrscht ein sehr negativer Vibe, die Mitarbeiter lästern überein. Damit mir das nicht passiert, habe ich eine Rose mitgebracht. Und wenn meine GoPro nicht den Waschmaschinenmodus angehabt hätte, hättet ihr gesehen, wie ich 3-mal umgesetzt wurde, bis ich dann am richtigen Platz saß, wo ich die Rose dann auch abgegeben habe. Und nachdem ich mit jedem Mitarbeiter in diesem Laden gesprochen hatte und sich das zwischendrin so angehört hatte... Nee, ba, 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 lass ihn noch mal so.
Dachte ich mir nur, lästern die und stimmen die Bewertungen? Welche Sprache spricht? Vietnam. Die mussten sich auf jeden Fall beraten, ob sie diese zwei Finger hinbekommen. Und ich hatte noch eine Mission, denn ich will noch was lernen. Am Ende hat sich eine Nageldesignerin dazu entschieden, das zu machen. Was für mich bedeutete, erstmal umsetzen. Aber nicht 100%, ja? Ja, ey, gib dein Bestes. Während meine Blumen in Vergessenheit gerieten und ich zwei Nageldesignerinnen zum Preis von einer bekam, dachte ich mir, jetzt ist der Zeitpunkt, was zu lernen. Wie sagt man auf Vietnamesisch, du riechst wie ein Hund? Dong Chau. Dong Chau. Gong Chau. Gong Chau. Lian Chau. Chau. Lian Chau. Gong Chau. Chau. Gong Chau. Gong Chau. Gong Chau. Was könnt ihr mir noch beibringen? Nix. Eine Sache reicht. Ich sag euch ehrlich, so wurde ich noch nie im Nagelstudio behandelt. Nachdem ich das ultrakomplexe Prinzessinnen-Treatment hatte, ist mir was voll Unangenehmes passiert. Ich habe die Fliege, die mir ins Gesicht geflogen ist, einfach angepustet und sie ist ihr ins Gesicht geflogen. Und nach einer sehr kurzen Handmassage war mein Termin auch fertig. Im Anschluss habe ich noch kurz für einen Rabatt getanzt, dann gezahlt und meinen neuen Freunden beigesagt. Hier habe ich Vietnamesisch gelernt. Vier Mitarbeiterinnen haben sich um meine zwei Nägel gekümmert. Absolutes Princess-Treatment, 5 Sterne von mir. Vanny Nails ist eins der am schlechtesten bewertetste Nagelstudio in München mit 2,9 Sternen. Schlechter wäre nur H&L Beauty gewesen, aber die sind leider nicht mehr auffindbar. Die gewählte Nummer ist nicht vergeben. Isabella schreibt, nie wieder absolute Frechheit. Hoffe nur, ich bekomme keinen Nagelpilz. Sehr sauber wirkte es nicht. Und Jovanka sagt, sie ist sehr, sehr, sehr zufrieden. Was davon stimmt, finden wir jetzt heraus. Das Komische war, dass ich mit H&L Beauty eigentlich telefoniert hatte. Naja, egal. Vanny Nails hat mich auf jeden Fall schnell empfangen. Dann wurde kurz das Design gecheckt und dann ging es auch schon direkt los. Oder wie aktuell alle sagen, schauen wir mal, was wird. Inzwischen war ich auch schon 6 Stunden in Nagelstudios unterwegs und für mein Gehirn waren die Gase bestimmt auch nicht so gesund. Und weil die Stimmung eher Feierabend war, fanden die meine Frage, wer ist eigentlich Vanny? Gar nicht lustig. Ja, ich musste die gerade alle zensieren. Auf jeden Fall ging es dann weiter mit der Farbe und dann kam die 2,8 Sterne Kritik. Denn da habe ich gesehen, dass der Klarlack so gebraucht aussieht, dass er schon bräunlich ist. Naja, never mind. Meine Hände wurden dann kurz sauber gemacht und dann habe ich gesehen, dass sie meine Hand angemalt hat. Und nach dem Zahlen kommt jetzt die Bewertung. In diesem Laden bin ich extrem schnell drangekommen, obwohl ich keinen Termin hatte. Und die Mitarbeiterin hat schnell gearbeitet. 5 Sterne von mir. Auf dem Heimweg habe ich mir dann noch kurz Hausverbot fürs Einkaufszentrum geholt und musste dem Security dann noch TikTok-Nachhilfe geben, wo er mir erklärt hat, dass er 520 Euro ausgegeben hat. Ich habe 520 Euro ausgegeben. Und damit ist dieses Video auch schon fertig. Was eine Scheißidee. Denn das war nicht nur teurer, sondern wenn man genauer hinschaut, sieht man auch, dass die Nägel unterschiedlich aussehen. Naja, ich habe auf jeden Fall alle meine Learnings gelernt und... Alles in allem fand ich das Projekt echt witzig und ich werde auch in Zukunft mehr auf die Bewertungen hören. Weil zum Ende hin wurde das alles echt immer wilder. Deshalb lasst gerne ein Abo da, spammt die Kommentare voll mit Tomaten und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder in spätestens 2 Jahren. Ich brauche viel zu lang für meine Videos, scheiße.